Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon Go PvP Video in der Hyperliga. Diesmal mit Milotic am Start und ja, hat es irgendwie mal entdeckt, nochmal, dass er hatte einen Rang 2er und hat mal Bock, das zu zocken. Und sieht auf jeden Fall schon interessant aus. Es kann natürlich auch Kaskade als Sofortattacke, was dann eigentlich besser wäre vom Schaden her. Aber ich meine, Drachenroute ist schon ein bisschen spicier, sag ich mal. Und dann könnte das theoretisch auch Hyperstrahl, würde Sinn machen gegen so Wasser-Pokémon zum Beispiel. Nichtsdestotrotz, Blizzard kann schon pfeffern gegen, sag mal, Zygarde oder so. Und ja, insgesamt bin ich dann doch eher negativ gegangen, aber ein paar Siege sind schon rausgekommen. Ich zeige euch einfach mal ein paar interessante Kämpfe, sei es jetzt Sieg oder Niederlage in dem Sinne. Let's go! Und das soweit das Team, also ja, wie schon erwähnt, vorne Milotic und hinten mal Doppelfeuer, weil ich dachte, ja, Milotic ist auf jeden Fall schwach gegen Feen wegen Drachenroute. Und Feuer, also quasi resistiert ja Feenattacken. Und dann Stahl wäre auch nicht so geil. Und dann eben auch noch Pflanze wegen dem Wassertypen entsprechend. Eigentlich dachte ich, in Theorie könnte klappen. Ich habe jetzt nicht optimal immer gespielt, aber ja, wir gucken mal, ob da ein paar interessante Kämpfe rausgekommen sind. Direkt mal hier in den ersten Kampf rein und ja, mal gucken, ich habe schon vergessen, wie die Kämpfe waren, aber sehen hier ein Zygarde, das ist natürlich jetzt okay wegen Drachenroute. Kaskade wäre jetzt auch nicht so schlecht, aber Drachenroute eher effektiv, aber ihr seht schon, also machen im Grunde den gleichen Schaden, deswegen Zygarde schon echt heftig, aber wisst ihr besser als ich. Ja, das Gute ist, wir haben noch den Blizzard am Start. Natürlich brauchen wir ein bisschen, bis wir halt, sag ich mal, die Energie haben. Nichtsdestotrotz, mal gucken, was der Gegner hier droppt. Hätte, glaube ich, ah genau, Wutanfall. Ja, aber den stecken wir tatsächlich gut weg. Habe jetzt kurz gewartet, damit der Blizzard auch wirklich auf Zygarde gelandet werden kann. Schau, ob der Gegner schildert. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und okay, tatsächlich ein Schild gesehen, aber ihr seht, wir haben gut Schaden ausgehalten, haben schon mal ein Schild gezogen und werden nicht, also ich glaube, Gegner hätte sogar runterfarmen können, deswegen haben eigentlich einiges aus diesem Matchup rausholen können. Und der Melodic schon spicy unterwegs. Natürlich jetzt hier leider Doppelfeuer wird resistiert, aber ja, ich sag mal, wir können auch mit Fiaro rein, weil wir müssen jetzt hier eigentlich nichts schilden. Klar, Wutanfall würde schmerzen, aber ja. Was ich auch gerne mache, ist mir die Schilde, glaube ich, für Tornupto aufheben. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich hier geschildet habe. Ich lasse es durch, weil Tornupto in Krypto, das ist auch ein geiles Ding. Mit Donnerschlag, wie ihr alle wisst, hat man ziemlich schnell am Start. Hat man wenigstens einmal eine Waffe gegen, ja, Impagato, den Toxer und so weiter. Dementsprechend gehen wir hier schon mal auf Fliegen. Können wir das Zygarde aus dem Weg räumen. Genau, sehen das leider den Toxer, aber ich gehe schon mal auf den Sturzflug, weil Donnerschlag würde bei weitem nicht reichen, aber ich glaube, mit der Vorbeit sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Gehen jetzt rüber, gucken, was ganz hinten ist. Also erstmal natürlich bleibt es hier drin. Und ich hole mir auf jeden Fall schon mal schön Energie. Hätte einsetzen können, aber wer weiß, ob du dann im Gleichstand eingesetzt hättest. Entsprechend lieber nochmal schilden, Energie holen. Können ein Säurespeier sein. Das ist glücklicherweise ein Siedewas, also war ein wichtiger Schild. So, und jetzt im Impagator. Wir haben gute Energie. Ich weiß, du kommst auch schnell zu den Aquabitzen, aber gucken, was wir hier reißen können. Gegner jetzt bei 3 Dunkelklauen. Und genau, ich hole nochmal aus. Ich weiß, jetzt kommt die Aquabitze. Ich weiß, aber das Geile ist, wir haben auf jeden Fall den Energievorteil am Start, sodass wir den Gegner eigentlich gut outspeeden. Und genau, er war jetzt sozusagen dry. Entsprechend hatte ich jetzt hier Back-to-Back Donnerschlag. Ich müsste, glaube ich, auch direkt einsetzen, wenn ich ja, das Impagato aus dem Weg räumen will. Obwohl, er schildert gar nicht. Okay, interessant. So, und jetzt, ich glaube, das war ein extrem glückliches Match. Ich werde es gleich sehen. Weil, ja, also das Tornupto war ja schon ziemlich low. Und eigentlich, sehen wir mal, also eigentlich hätte ich, glaube ich, den nächsten Gift-Hieb, hätte ich den überlebt, ich weiß es nicht, aber wenn das hier New Mechanic war, dann hatte ich auf jeden Fall Glück. Ansonsten, ja, auf jeden Fall ein sehr knappes Match und ja, einfach starkes Team vom Gegner natürlich auch. So, direkt mal hier in den nächsten Kampf rein. Und ja, mal gucken, was wir hier antreffen werden. Pyontragi sehe ich wirklich oft im Lead. Und ist halt immer die Frage, was ist dann hinten? Ich bleibe erstmal drin, weil ja, neutralen Matchups. Ja gut, ich meine Milotic. Ich glaube, das ist eher ein verlierendes Matchup. Aber ihr seht schon, wir machen gut Schaden. Surfer kostet ja leider jetzt mehr Energie, aber macht auch ein bisschen mehr Schaden. Entsprechend ist jetzt nicht die allerschlechteste Attacke. Und ja, dementsprechend gehen wir schon mal auf den Surfer. Gegner weiß, dass es nur ein Surfer ist. Mal gucken, wie der Damage Output ist. Und ja, gut, also immerhin schon gute Vorarbeit geleistet.
Und ja, ich glaube, Schilden lohnt sich nicht, weil ja, hinten würde ich mir lieber die Schilde aufheben. Und hier werden wir fast aus dem Verkehr gezogen. Genau, hier gehe ich nochmal raus, weil ich hätte mich sonst runtergefahren. Sehen jetzt leider einen Schlinking, also schon Corebreaker, wenn das jetzt, sagen wir mal, nicht gerade im Lead ist. Durch die, ja, sagen wir mal, Feuerresistenz. Gut, wir haben halt Fliegen bei Fiaro, aber brauchen wir erstmal Energie für. Und sind auch leider nicht in dem Matchup drin. So, leider schon mal der Schild, also Lurkanade geschildet, auch interessant. Die hat natürlich bisschen Schaden gemacht, aber ja. So, hier der Knirscher, also eigentlich Wirbler, Drachenklau oder Wirbler, Matschwurm, aber Knirscher. Ja, ich meine, wieso nicht? Wenn die Senkung kommt, habe ich natürlich Probleme. Gehen ja direkt auf die nächste Lohe. Wollen hier so viel Schaden wie möglich austeilen. Immerhin schon ein bisschen Vorarbeit. Und kriegen vielleicht sogar einen Donnerschlag noch hin. Und der Gegner hat es leider gerochen, hat ja auch gut getimed und hat hier wirklich viel rausgeholt. Dementsprechend, ja, mal gucken, wie es weitergeht. Genau, ich gehe nochmal in Melodik. Ich wollte eigentlich hier wegsnipen. Gegner leider wirklich gut reagiert noch. Und er hätte natürlich direkt in Fiaro gehen müssen, aber ja, ich glaube, Gegner einfach geguckt, was reinkommt. Entsprechend wirklich stark gespielt und hier schilde ich mal zur Sicherheit. Kriegen zurück nicht die Senkung. Kommt leider ein Tektas rein. Hätte natürlich gerne ein Schild aufgehoben für Aqua-Durchstoß. Und mal gucken, wie viel das an Schaden machen wird. Das Gute ist, wie schon letztens erwähnt, das ist ein Rang 1er Fiaro, also hält ein bisschen mehr aus als, sag ich mal, ein 100er oder so, aber wirklich minimal. Hier kommen wir sogar noch zum doppelten Fliegen. Also es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr enge Kiste. Können hier wahrscheinlich den letzten. Ne, wir ziehen nicht den Schild. Der Gegner weiß, dass ich hier Back-to-Back hatte. Wir holen noch aus für das eine Escher, weil du hättest Fliegen eh geschildet. Kriegen noch die Drachenröhre raus und kriegen immerhin einen Unentschieden. Also wirklich GG an den Gegner. Ja, soweit so gut. Also hier gehen wir mal in den nächsten Kampf rein und sehen, ein Quajutsu ist schon mal gut. Wir haben immerhin neutrale Drachenruten. Gegner hat resistierte Wassersheriken und ja, gut, Nachthieb. Der Boost könnte natürlich dann, sag mal, gefährlich werden, aber eigentlich ein gutes Matchup. Quajutsu, ja, sieht man jetzt nicht so oft, aber eigentlich auch wirklich sehr, sehr stark. Jetzt nicht unbedingt gegen Viridium oder so, aber ansonsten hat er schon, ja. Hat er schon eine Daseinsberechtigung und unsere Ladeattacken leider resistiert. Also wir könnten theoretisch einen Hyperstrahl haben. Aber ja, ich glaube, hier setzen wir dann irgendwann einfach ein. Also ja, klar, Surfer überlebst du natürlich noch, aber ich wollte auf jeden Fall mal hier langsam einsetzen, um wenigstens ein bisschen Damage noch ja, auszuteilen. Und Gegner Schild ist natürlich nicht. Aber ihr seht schon, Melotic hat sich hier den Lead geholt. Und mal gucken, was ganz hinten ist. Wahrscheinlich irgendwas, was gut gegen Fee und Kampf ist. Da bin ich natürlich sehr gespannt. Das Quajutsu schon mal hier aus dem Weg geräumt. Sehen ein Pyontragi, also wirklich das Pokémon, das sage ich so mit, das Pokémon, was man am meisten sieht. Ihr wisst selber. Aber ja, natürlich auch bockstark. Ich will mich natürlich nicht runterfarmen lassen. Gehe auf jeden Fall rüber. Müsste natürlich in einen anderen Nassschweif befürchten oder ja, ein paar Knirscher. Weiß gar nicht, was ich hier mache. Genau, ich lasse durch, weil Nassschweif macht viel Schaden, aber ist natürlich kein One-Shot. Ist auch nicht die allerstärkste Attacke. Aber ihr seht schon, Knirscher, brutal. Und genau, hier setze ich ein, weil Gegner wäre sonst zur nächsten Attacke gekommen. Und hier will ich natürlich schon mal ein bisschen, ja, ein bisschen Druck ausüben. So, genau, ja, sieht's aus. Und genau, jetzt lassen wir es draufgehen, weil ich glaube, du wärst dann sonst eh zur nächsten Attacke gekommen. Deswegen lieber nochmal mit dem Tornupto gehen und farmen. Wir haben noch beide Schilde. Wir müssen wahrscheinlich dann hier einen, ja, einen Schild investieren. Aber Tornupto kann, ist schon ein geiler Closer, theoretisch. Je nachdem, was ganz hinten ist. Genau, hier versuche ich abzufangen. Und Gegner hat es leider gerochen, aber wir kommen mal hin zum Surfer. Und der wird schon ja, uns gut weiterbringen. Auf jeden Fall leider noch gut reagiert. Ich wollte eigentlich das Pyondragi wegsnipen. Genau hier. Ja, gut, ist halt die Sache. Also, ich glaube, ich habe einfach gedacht, komm, wir farmen einfach runter, glaube ich, war das. Weil du hast ja auch den Schild und ja, Pyondragi hatte, glaube ich, noch ein bisschen Energie. Erinnere mich gerade. Obwohl, genau, ich bin einfach hier auf Back-to-Back gegangen, weil, ja, genau, du hast, glaube ich, noch einen Ender schon gebraucht. Tornupto hat so viel Angriff, also es gewinnt hier auf jeden Fall die Gleichstände. Egal, wie die IVs, glaube ich, sind. Und ja, das ist halt das Geile an Tornupto, also Donnerschlag.
interessanter Move. Klar, Lua Carrada ist natürlich die Nuke, aber Donnerschlag macht auch gut Schaden. Und in dem Sinne konnten wir auf jeden Fall ziemlich klar den Sieg holen. Auf jeden Fall ein geiles Match. Und ja, gucken wir weiter. Sehen leider ein Pixie, also natürlich ein Horrorlied mit Drachenroute. Mit Kaskade kann man, glaube ich, drum bleiben, aber so nicht. Deswegen haben wir hier eigentlich zwei Antworten. Sehen ein Krypto-Rihorn, ja, das ist natürlich auch extrem spicy. Und das ist, glaube ich, die Breitseite. Genau, Feldsurfer sind immer fünfmal Lebensstelle. Hätte das Surfer, ich glaube, es hätte auch kein Surfer sein können. Weiß ich gerade nicht. Wir haben leider keine Nitro-Ladung, deswegen müssen wir hier auf die resistierten Fliegen gehen. Ich könnte natürlich auch auf Sturzflug gehen, aber würde leider noch nicht reichen. Gucken, wie viel Damage das macht. Okay. Und Fliegen reicht jetzt nicht, deswegen habe ich gedacht, komm, ich gehe auf Sturzflug. Du wirst das wahrscheinlich nicht schilden. Und selbst wenn du es schilden würdest, ich weiß, ob du mich runterfarmen hättest können. Entsprechend hier auf jeden Fall auf Sturzflug, um das Ding aus dem Weg zu räumen. Sieht's aus. Konnten uns immer in den Switch holen. Sehen jetzt leider ein Donphan und jetzt das Problem. Ich komme leider nicht mehr zum Fliegen. Also leider ein heftiger Energievorteil. Donphan auch wirklich geiles Pokémon in Krypto sogar. Also wirklich spicy Team. So, und jetzt mal gucken, was der Gegner macht. Ich dachte, okay, Wegbereiter wird schmerzen. Aber soll ich den ersten direkt chillen? Ich weiß es nicht. Oder könnte es sonst auf Bodyslam potenziell gehen? Deswegen lasse ich den durch. Aber ihr seht, heftiger Schaden. So, und jetzt dachte ich, komm, Surfer. Gegner fängt wirklich perfekt ab. Hätte ich riechen müssen. Also Surfer wäre noch sehr, sehr wichtig gegen Donphan gewesen. Und gegen Pixie habe ich Tornupto. Also wäre ich ziemlich egal gewesen. Deswegen bin ich gut gecatcht vom Gegner. Habe ich leider gepennt. Aber das Ding ist, ich glaube, Donphan war schon beim nächsten Weg bereit. Also wenn ich gar nichts mache, dann setzt du ein. Ich hätte vielleicht einfach ausholen müssen und in ein Schild investieren sollen. Aber ja, sei es drum. Hier leider das Pixie am Start. Geht sogar auf die Mondgewalt. Also auf die zwar resistierte Attacke, aber stärkste Attacke im Grunde, die man hier hätte einsetzen können. Also klar, Sternschauer ist neutral, aber ist weder Step noch ist das heftiger Schaden. Deswegen an der Stelle wirklich. Aber du hattest dich mal Sternschauer, okay. Aber wirklich Pixie leider einen guten Job erledigt und so. Und jetzt ist halt die Sache, wir haben zwar die Energie, aber wir haben keine KP mehr gefühlt. Und Lebensstelle leider effektiv. Geht natürlich auf die Lure, weil wir kriegen, ja, wir kriegen keine drei Attacken hin. Deswegen, oder nein, ich glaube, Donnerstag hätten wir eh nur zwei hinbekommen. Deswegen einfach auf Lure-Kanonade. Nochmal alles versuchen. Ich gehe nochmal rüber. Hier hätte ich, glaube ich, noch dich runterfahren müssen. Und nee, beziehungsweise, aber ich hätte noch einen Escher rausbekommen müssen. Also eins hätte gereicht. Das war Gegner leider bei der nächsten Attacke. Und wirklich geil gespielt. Ich habe mich auf jeden Fall Fehler gemacht, aber muss natürlich auch anerkennen. Und wirklich ein spicy Team vom Gegner. Ist auch gerade aufgefallen, das Team davor war eigentlich komplett schwach gegen Bisaflor oder Pflanzengift-Pokémon, aber ja, egal. Was soll's. So, also das ist eigentlich auch gut. Aquabitze resistiert. Und du gehst hier direkt in dein Lavados. Und das ist natürlich auch geil mit, wie ihr alle wisst, Tiefschlag. Ist echt eine geile Attacke geworden. Aber wir haben glücklicherweise einen Donnerschlag, der jetzt natürlich nicht one-shotten würde, aber macht halt geil Schaden. Du hast leider die Antikkraft, die müssen wir auf jeden Fall respektieren. Deswegen konnte ich ja unmöglich in Fiaro gehen. Wobei ich mal mit Schilden, okay, würde es auch gehen, aber hier haben wir, wie gesagt, den Donnerschlag. Und ja, also ihr seht es, in manchen Matchups kann Tornupto echt glänzen. Mal gucken, was der Gegner jetzt hier weitermachen wird. Den nächsten Schild investiert. Also er will hier auf jeden Fall auf 0 Schilde gehen. Und da werde ich natürlich mitziehen, weil ja, Tornupto kann, beziehungsweise Fiaro kann unmöglich gegen Impagato kämpfen. Klar, mit Energie okay, aber ansonsten eine Aquabitz und wir sind gefühlt weg vom Fenster. Hier wollte der Gegner catchen. Ich habe noch ausgeholt. Kommt mir eine Lure, safen. Also auf jeden Fall ganz knapp wurde ich nicht weggesniped. Oder hier halt das schlechte, okay, wir haben jetzt leider keinen Hyperstrahl, deswegen Surfer resistiert. Aber ihr seht, die Drachenrouten, die summieren sich auf. Deine Attacken leider auch, aber hier hat man auf jeden Fall eine geile Resistenz am Start. Mal gucken, was der Gegner weitermachen wird. Ein paar Gato, ja, kann man sich ja demnächst auch holen. Ich glaube, ein paar Wochen kann man sich hier durch Entwicklung die Aqua-Bitze holen. Also sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, falls man das Ding noch nicht hat, wie ich zum Beispiel. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar gute gesaved. Nichtsdestotrotz, hier geht es schon mal weiter. Und ja, Frage, was ist hinten? Ich glaube, den letzten Pokémon haben wir noch nicht gesehen. Und
Genau, hier räumen wir dich auf jeden Fall schon mal aus dem Weg. Dürfen wir nicht vergessen, du hast noch dein Lavados. Und ich glaube, wir lassen es einfach runterfarmen, weil ich weiß, ich habe Energie auf Tornupto, aber wir müssen halt vor einem Snipe aufpassen. Da habe ich gedacht, komm, ich gehe einfach auf Lue, Kanonade gleich, weil wenn du Donnerschlag abfängst, dann Fleiß ist resistiert und Lue ist halt die stärkste Attacke. Deswegen gehen wir nochmal hier auf die Lue. Und die Frage, was ist hinten? Wir werden es gleich sehen. Ein Pantrago, das könnte theoretisch Steinhagel. Deswegen Glück gehabt, du hattest es wahrscheinlich nicht, aber das kann auch sehr, sehr gefährlich werden. Also ihr seht, das Team kann theoretisch funktionieren, aber wie schon anfangs erwähnt, also insgesamt bin ich eher negativ gegangen. Also ich habe jetzt eher die Siege hier reingeschnitten, aber es gab natürlich auch viele Niederlagen oder wo ich halt komplett auseinandergenommen wurde. Wir können ja gerne sagen, wenn ihr das sehen wollt, kann ich es gerne auch zeigen. Ist überhaupt kein Problem. Also ich habe jetzt einfach mal alle Kämpfe aufgenommen von einem Tag, aber ja, ihr wisst, also es ist dann immer zu lang. Naja, aber auf jeden Fall Dragoran Lead ist halt auch geil. Drachenhute. Haben auf jeden Fall eine Waffe gegen Dragoran, was man wirklich sehr oft auch im Lead sieht. Und ja, Schlurbleck kann auch was reißen. Also klar, Solarstrahl würde hier komplett wegpfeffern. Deswegen habe ich das mal respektiert. Kann ja nie wissen. Also ich glaube, das ist ein One-Shot wahrscheinlich. Aber leider nur das Erdbeben. Aber egal, wir wissen es jetzt, dass du... Okay, du könntest immer noch Solarstrahl haben, aber ja, das ist, glaube ich, genau vom Counting her wieder ein Erdbeben. Oder ja, was weiß ich, ein Spukball oder was auch immer. Wir werden es gleich sehen. Okay, du gehst wieder auf das Erdbeben. Wenn das gut ist, wie gewinnen die CMPs? Also wir könnten hier potenziell schon auf den Gleichstand gehen, aber du könntest ja auch eine Attacke wie Bodyslam oder so haben. Deswegen habe ich mal ein bisschen eher eingesetzt. Aber Schlurbleck ist auch, glaube ich, ein guter Safe-Swap. Also soll man schon auf dem Zettel haben. So, und jetzt gehen wir mal rüber, safen uns ein bisschen Energie. Wir haben jetzt leider noch das Dragoran vor der Brust. Und ich meine, ja, Fliegen ist in dem Fall schon eine gute Attacke, die hat man relativ schnell. Aber Dragoran wird uns leider auf lange Sicht leider outspeeden. Und King, okay, ich dachte echt, der Gegner schildert das. Weil jetzt reicht ja, glaube ich, eine Drachenroute. Oder, ja genau. Und wir haben ja noch das Tornupto hinten, aber Gegner weiß noch nicht, dass wir Tornupto hinten haben. Entsprechend, ja, können wir schon mal auf Fliegen gehen. Und mal gucken, was der Gegner weiter machen wird. Wir werden sehen. Und kriegen sogar den Schild. Okay, das habe ich auch nicht verstanden eigentlich, weil wir haben doch Milotic. Klar, du könntest jetzt einsetzen. Ich hätte vielleicht auch einsetzen müssen jetzt, aber du hast bis jetzt komplett dry. Und okay, vielleicht macht es Sinn, weil Registil kann das nicht runterfarmen. Das hätte sein können. Dann hat es auf jeden Fall Sinn gemacht. Aber hier noch das Tornupto. Jetzt habe ich echt gedacht, soll ich auf ein Bait gehen? Ich war mir echt nicht sicher, weil ich dachte so, ja, wenn du das dann durchlässt, habe ich vielleicht Probleme. Und ja, schön natürlich die Zap kennen. Aber ich bin nicht auf den Bait gegangen, weil, ich glaube, wir hatten einfach Back-to-Back. Ja, wir hatten eh Back-to-Back. Du konntest, glaube ich, keine Attacke vorher haben, deswegen einfach hier auf Lure. Gegner mussten den Bait reden, hat nicht geklappt und konnten hier den nächsten Sieg eintüten. Ja, und den Kampf wollt ihr auf jeden Fall mit reinbringen, weil der Gegner, wie ich finde, ein geiles Spice-Pokémon am Start hatte. Wir werden es gleich sehen. So wieder Piontragi hier am Start und ja, ich glaube Milotic im Lead. Wieso eigentlich nicht? Also wir haben es gesehen. Hat schon Play, klar gegen Fehlstahl und so jetzt eher nicht. Und gegen Pflanz-Pokémon, ja, so lala. Aber hier neutral hat mich das echt eigentlich beeindruckt. Und ja, kriegen wir leider die Senkung ab. So, und jetzt konnten, genau, hier einfach ein Krypto-Hutsasser. Ist, glaube ich, kein 100 oder 100, ich weiß gerade nicht, aber geiles Ding. Also, das muss man schon komplett pushen. Deswegen Props an den Gegner. Ich gehe natürlich auf den Blizzard, wird leider geschildert. Ich konnte nicht widerstehen, ich wollte es mal probieren. Und wir konnten immer einen Schild ziehen. Hätte einfach wahrscheinlich direkt drüber gemusst, weil wir haben Doppelfeuer hinten. Aber Hutsasser mit Erstauner. Kann schon ein bisschen was machen mit Sparotzer. Ja, hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schaden hier ausgeteilt. Und genau, wir gehen mal hier auf Fliegen, bevor wir noch eine Attacke abbekommen. Der wird auf jeden Fall hier aus dem Verkehr ziehen, das ist überhaupt kein Problem. Und sieht's aus. Aber wirklich, Props an den Gegner. Kommt mir wieder das Piontragi rein. Hier dachte ich, glaube ich, komm, wir haben die Energie. Du hast nur noch ein Schild. Gehen wir einfach auf Brave Bird und gut ist, dann können wir potenziell den letzten Schild ziehen oder heftigen Schaden austeilen. So, genau. Jetzt, glaube ich, hier Sturzflug. Wenn ich richtig gesehen habe.
Oh, mal gucken, was der Gegner macht. Lässt es durch. Überlebst noch mit 1 HP. Ich bleib nochmal drin. Jetzt die Frage, was ist ganz hinten? Sehen ein Viridium. Klar, du könntest Steinkante haben, aber ja, machen halt so viel Schaden mit Einäschern. Deswegen hatten wir auf jeden Fall gut Glück gehabt am Ende noch. Ich habe auf jeden Fall noch mehr Matches, die eigentlich ganz cool waren, aber ich will jetzt einfach mal nicht das Video zu lang machen. Wir kommen hier einfach mal zum letzten Match, wo ich leider hops genommen wurde, aber wir werden es gleich sehen. Also, Fehl im Lead ist natürlich blöd. Gegner geht auch direkt raus. Das war schon sehr intelligent, weil du wusstest, dass es ein schlechter Lead. Oder ich weiß auch nicht genau. Deswegen bin ich raus, aber rückblickend hätte ich natürlich drin bleiben müssen. Und hier kann halt auch der Steinhagel sein. Der würde ja auch aus dem Verkehr ziehen und leider der Kreuzhieb. Also, ich hatte mal hier komplettes Bait-Game. Aber da muss ich auch sagen, wirklich gut vom Gegner, weil klar, ich könnte den Bait riechen, aber wenn jetzt hier eine Steinkante oder ein Steinhagel kommt, ist das Match, ja, fast vorbei, wenn man so will. Deswegen Macho. Also sehe ich jetzt wirklich fast nie, aber eigentlich auch wirklich. Ist halt leider jetzt Legacy, aber wenn man ein gutes hat, wieso eigentlich nicht mal die Ressourcen reinstecken? So können wir uns leider nicht den Wechsel holen. Aber das Gute ist, wie ihr alle wisst, Switch-Timer ist jetzt ein bisschen kürzer. Deswegen konnte ich jetzt hier wieder raus und meinen Fiacho immerhin safen. Hätte ja im Verlauf noch wichtig werden können. Du setzt hier sogar noch ein, also sah jetzt nicht so schlecht aus. Konnten hier auf jeden Fall die Energie jetzt absaugen. Geht sogar auf die Steinkante, also okay. So, und jetzt hast du leider fast den nächsten Kreuzhieb gebunkert. Also sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Jetzt halt die Sache, du kannst dir sehr viel Energie holen und ja, wir haben leider keine Schilde mehr. Klar, wir haben unser Fiacho noch, aber was ist hinten? Wir wissen es noch gar nicht. Aber bis hierhin, interessantes Team vom Gegner. Ist auf jeden Fall schwach gegen Psycho, merke ich gerade, aber ja, ich meine, er spielt schon hier Cresselia mit, was weiß ich, Konfusion oder so. Und ja, hier hast du leider den Wirbler am Start. Sieht's aus, nimmt jetzt nicht ganz aus dem Verkehr, aber wir kommen ja noch zum Surfer. Und ich habe jetzt auch gar nicht mehr ausgeholt, weil ja, Drachenrute mehr und eine Drachenrute mehr oder weniger, ist jetzt auch egal. So, genau, hier gehe ich rüber. Haben unser Melodic noch für einen potenziellen Catch gesaved. Und jetzt die große Frage, was ist hinten? Wieder ein Kampf-Pokémon, wir werden sehen. Genau, hier kommt der Hyperstrahl, also wirklich komplett hops genommen, aber auch geil. Ich meine, Wirbler, guter Move zum Baiten und hat man relativ schnell. Und dann noch Hyperstrahl, also die Nuke. Das fand ich auch geil. Also kann man sich echt überlegen, smog mal mit Hyperstrahl. Hat jetzt auf jeden Fall Sinn gemacht, weil, ja, ich meine, Knuddler und Hitzekoller werden resistiert. Wirbler macht nicht genug Schaden, aber Hyperstrahl hat halt komplett gepfeffert. Und hier halt der Nahkampf, also wirklich keine Chance. Ich hätte vielleicht auch, ja, gut, das Fiacho hätte ein gutes Matchup gehabt hier gegen Pantrago, aber habe ich leider verspielt. Dennoch, ja, ich hätte noch einen Einäschern gebraucht, aber ich bin dann drüber. Hat eh nichts mehr gebracht, also ich hätte auch rausziehen können, weil, ja, ich glaube, Feenprise reicht dann bei der Range, also bei den verbleibenden KP. Und ja, das war es dann leider auch. Also ihr seht, ich habe auf jeden Fall hier gut 60 Punkte oder so verloren. Deswegen, ja, insgesamt dann eher negativ. Aber vielleicht, wenn man die Backline besser aufstellt oder einfach besser spielt, kann man da vielleicht mehr reißen. Nichtsdestotrotz, sagt mir gerne, was ihr so am Start habt. Und bald der Halloween Cup. Obwohl, nee, das ist ja Mini. Ich versuche mich aber vielleicht mal in der Meisterliga. Ich habe jetzt leider kein legendäres, aber vielleicht mit nicht-legendären kann man auch was reißen. Wir werden sehen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.